man, die entwickeln sich halt immer weiter, die Städte, bis man halt hier riesige Schlösser und alles hat und Burgen. Aber zum Start ist halt immer ein Villager-Dorf. Ungeheuer guten Tag, Leute, und willkommen zu einem Video, auf das wahrscheinlich 50% oder mehr von euch schon warten. Es wird immer wieder in den Kommentaren gefragt, wann kommt das neue Projekt, was ist jetzt damit, was ist jetzt damit, was ist jetzt damit. Und wir arbeiten die letzten Wochen sehr, sehr hart daran, dass es losgehen kann, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, wir wollen nur das Bestmöglichste. Wir wollen euch die bestmöglichste Unterhaltung bieten, das bestmöglichste Projekt. Wir wollen ein Projekt, was sehr, sehr lange gehen kann. Das heißt, ein Projekt, bei dem wir sehr, sehr viel Langzeitspaß haben und ihr natürlich auch. Und deswegen haben wir jetzt sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Arbeit in jedes kleine Detail reingesteckt. Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit manchen Regelentwürfen und manchen Dingen, damit es halt richtig geil wird. Aber die Welt ist jetzt, also der Seed steht. Und den möchte ich euch hier mal zeigen. Also ich kann euch mal ganz kurz die Karte aufschlagen. Das ist der Spawn, wo ich hier gespawnt bin, und alles andere ist schwarz. Wir spielen im neuen Projekt das Modpack Hexit. Das ist das hier, was ich gerade, wo ich gerade drin bin. Das kennt ihr vielleicht schon von anderen Let's Players. Haben unter anderem schon Shuffle LP oder Zander gespielt, die übrigens auch beim neuen Projekt mit dabei sind. Ich werde euch in diesem Video heute erzählen, wer alles so beim Projekt dabei ist. Also ein paar Leute, die nicht dabei sind. Ich werde euch die Welt ein bisschen zeigen, die Startstädte der einzelnen Fraktionen. Ich werde euch die Stadt des Friedens zeigen und ein bisschen den Aufbau erklären, damit ihr versteht, was das neue Projekt überhaupt wird und ihr da ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Vorfreude habt, und es wird wahrscheinlich auch die Tage dann auch losgehen, wenn es dann endlich fertig ist. Es ist gar nicht so einfach, mit so vielen Leuten das zu koordinieren. Wir sind momentan geplant 21 Leute und sehr, sehr viele können leider nicht mitmachen, die ich auch super gern dabei gehabt hätte. Wieder wie immer, bei so einem Projekt ist es natürlich so, dass alle sich mit allen gut verstehen müssen. Es müssen halt Leute zusammen in eine Stadt passen, und manche Leute haben halt auch erst zu spät, sind auch erst zu spät dazugestoßen, als die Städte schon voll waren. Als Beispiel Zombie und German Let's Play. Also Zombie und German Let's Play. Mit denen mache ich in letzter Zeit ja sehr, sehr viel. Ich mag die beiden super gerne, super korrekte Typen. Aber sie sind leider nicht zum Start des Projekts dabei, weil einfach kein Platz mehr da war. Genauso unter anderem Nodop. Mit Nodop hatte ich ein langes Gespräch darüber. Es hat auch leider platzlich nicht mehr funktioniert. Luke Place hat es leider nicht funktioniert. Aber es sind sehr, sehr viele da. Ich hoffe, es kommen noch Leute nach. Also natürlich die Leute, die ich jetzt gesagt habe, die nicht dabei sind. Könnte natürlich sein, dass die nach einer gewissen Zeit dazustoßen. Darüber erzähle ich euch aber jetzt alles ganz ausführlich. Also zuerst einmal ziehen wir uns jetzt mal an hier, damit wir uns nicht mehr ein bisschen bewegen können, weil als Thief können wir hier so rumhüpfen. Hui, hui. So. Als allererstes, wir haben eine Welt gesucht, die möglichst wenig Meere hat, also die nicht rumherum überall immer Meer hat, weil das war ziemlich schwer, und die bei 0-0 ungefähr ein Dorf hat. Unser Plan vom neuen Projekt ist halt so: es sollen drei Städte geben, und in jeder Stadt sollen es halt maximal 7 Spieler geben, sodass es insgesamt 21 Mitspieler sind. Außerdem soll in der Mitte bei genau 0-0, TP 0-0, eine Stadt sein, also ein Dorf. Jede Stadt entsteht aus einem Dorf, aus einem Villager-Dorf, und die sollen auch natürlich da sein. So. Und das hier ist schon bei 0-0 die Stadt des Friedens. Also das hier wird die Stadt, die nicht bewohnt wird, sondern eine Stadt, in der man sich sozusagen zurückziehen kann. Die Städte werden erst im Laufe des Projekts gebaut. Das heißt, die Städte werden erst ja dann gebaut, wenn alle Leute darauf spielen. Das heißt, ihr erlebt alles mit von Anfang bis Ende. Wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt, dass hier bei 0-0 direkt eine Stadt im Schnee ist, weil ein Schneebiom ist sowas, da will niemand gerne wohnen. Und dann heißt es, wir haben trotzdem Schneebiom integriert, obwohl wir jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der darin lebt. Das heißt, keine Stadt ist im Schneebiom, aber wir haben trotzdem eine Stadt im Schneebiom, nämlich die Mittelstadt. So, das wäre jetzt genau der Mittelpunkt der Karte. Der Sinn der Sache der drei Städte ist, dass es in jeder Stadt einen König geben wird. Jede Stadt wählt ihren König selbst für einen Monat, das ist immer so eine Amtszeit. Und diese drei Könige entscheiden in der Stadt des Friedens immer über Änderungen, Regeln oder auch andere Sachen, die man diskutieren sollte und kann. Diese Sachen werden immer mit euch zusammen besprochen. Das heißt, ihr als Zuschauer habt auch die Möglichkeit, hier mitzuentscheiden, durch die Kommentare oder was auch immer. Die drei Könige sind sozusagen die, die alles dann ausführen. Weil bei drei Leuten wird es niemals ein Unentschieden geben, sondern zwei gegen einen, oder wisst ihr, was ich meine? Deswegen gibt es auch drei Städte, damit bei Entscheidungen immer zweimal ja, einmal nein, oder zweimal nein, einmal ja, aber es wird entweder dreimal nein, dreimal ja, aber es kann keine 2-2 sein. Also es kann nichts sein, was gegeneinander, ja, ihr wisst schon, ne, genau, wieder unentschieden, und dann kommt wieder zu keiner Entscheidung. Die Städte sollen in einem Dreieck aufgebaut sein, das heißt, jede Stadt soll voneinander 10.000 Blöcke entfernt sein, und jede Stadt soll 5.000 Blöcke von der Mitte entfernt sein. Das hört sich alles ein bisschen kompliziert an, ich erkläre es euch aber alles. 5.000 Blöcke von der Mitte heißt ungefähr dann
hier so und hier so. Das heißt, die Städte sind so im Dreieck aufgebaut und demnach sind sie natürlich 10.000 Blöcke voneinander selbst entfernt. Ich habe hier die Koordinaten schon rausgesucht. Sie sind nicht hundertprozentig bei 5.000 Blöcken Entfernung, sondern etwas verschoben. Dafür sind sie da, wo halt direkt ein Villager-Dorf ist. Das war uns halt sehr, sehr wichtig, damit die, damit wir einen komplett frischen Seed nehmen können, ohne selbst was drin zu bauen, weil wir werden im Voraus hier nichts in dieser Welt bauen. Also wir werden alles, die komplette Welt wird komplett neu sein. Also diese Welt habe ich auch gerade neu generiert. Wir haben ja den Seed zum Glück endlich, also nach ungefähr 100 durchstöberten Seeds, bis wir zufrieden waren. Wir haben den Seed hier und demnach werden wir den Seed dann, wenn das losgeht, das Projekt komplett neu auf den Server draufpacken und dann wird das anfangen, sodass niemand irgendwie im Creative irgendwas hier vorher vorbaut und dass es auch keine Möglichkeiten gibt, irgendwas zu cheaten oder was auch immer. Und eben, sobald das Spiel startet, wird auch niemand mehr Creative haben und es wird auch keinen geben, der OP oder sowas hat. Und ja, so viel dazu. So, das hier ist halt die Mittelstadt, ne, bei 0-0. So, jetzt fliegen wir ganz, jetzt gehen wir erstmal ganz, zuerst zur links unten, zur Stadt links unten. Die Stadt links unten gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr neutrale Stadt. Die ist auf einer großen grünen Wiese. So, wir teleportieren uns jetzt immer auf den Brunnen der Stadt. So, slash, zack, TP, 4200. So, das ist die Koordinate der links unten Stadt. So, dann warten wir ein bisschen, bis das alles geladen ist hier. In der Mitte nehme ich mal 90, weil 90 halt, okay, habe ich mich vertan mit der Koordinate, weil das hier ist nicht die Koordinate der Stadt. Moment. Ach so. Hä? Moment. Ich habe mich vertan, Leute. Moment. Ach so. Minus, habe ich vergessen. Okay. Es ist wahrscheinlich dann minus 4200. Kann das sein? Ja, aber es ist auch irgendwie nicht hundertprozentig richtig. Moment, Moment, Moment. Ich habe die Koordinaten jetzt falsch. Doch, das ist die richtige. Doch, das ist die richtige. Ah, okay. Das sind das so ungefähr 5000 Blöcke. Ja, das ist 0,0 und das ist dann ungefähr 4000. Ja, okay. Okay, ich habe die Koordinaten ohne Minus eingegeben. Also, das ist die... Das hier ist die, das ist die Stadt auf der Wiese. Das ist gerade sehr, sehr viel Glück, dass dieser große Baum da ist. Das ist nämlich nicht von Anfang... Also, gehört nicht zum Seed. Dieser Baum hier, der kann da sein, muss aber nicht. Das ist nämlich immer von Seed zu Seed unterschiedlich. Das ist ein zufallsgeneriertes Teil. So. Weil bei der letzten Karte war der nicht hier, aber auf anderen Stellen. Wäre natürlich cool, wenn diese Stadt hier direkt so einen dicken Baum hat. Dann hätte man direkt, kommt man an den Baum die Stadt dran bauen. Das wäre, fände ich halt sehr, sehr cool, aber weiß man halt nicht, ob es passiert. So, das hier wäre die Stadt auf der grünen Wiese. Hier ist es so, dass da eine relativ viel Grünfläche ist und hier kommt dann noch Eisland, hier ist dann so ein Sumpfgebiet und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das wäre so die Umgebung der Stadt, die links unten wäre. So, ne, das... So, ein ganz normales Villager-Dorf und links unten von der Mitte. So, die Stadt rechts unten wäre eine Stadt in der Wüste, was mir sehr, sehr gut gefällt, auch. Also mir gefällt eigentlich jede Stadt sehr gut, deswegen werden die Städte wahrscheinlich auch auslosen oder werden uns absprechen, wer halt womit zufrieden ist. Wir haben es auch darauf, wir haben auch versucht, jede Stadt in ein verschiedenes Biom reinzupacken und trotzdem, dass es halt alles passt. So, jetzt gehen wir erstmal zur Wüstenstadt. Moment, so. Die hier ist halt, ja, sieht man, ist etwas verschoben, also das ist halt, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Dreieck, was so ein bisschen schräg steht. Ja, so. Das ist die Mittelstadt, das ist die da und das ist die da. Also, das ist die Stadt in der Wüste. Die ist jetzt ein bisschen sehr schräg, sage ich mal, aus dem Grund, weil woanders keine Wüste war und dann noch kein Villager-Dorf. Die Wüstenstadt finde ich sehr, sehr geil, weil sie halt an so einem Hügel gelegen ist, also hier fängt die Villager-Stadt halt so an. Und die Städte, das ist halt immer der Start dieser Stadt. Jedes Team, also jede Stadt wird an die Stadt reingeportet, dann geht's halt los. Das ist ja, hat den Grund, dass man direkt von Anfang an Nahrung hat und Rückzugsmöglichkeiten. Ja, hier die Wüstenstadt ist halt direkt an so einem großen Hügel hier. Und da oben ist halt nochmal auf dem Hügel so ein Haus, was vielleicht später umgebaut werden kann in halt ein Schloss. Also die Städte werden halt komplett anders. Die entwickeln sich halt immer weiter, die Städte, bis man halt hier riesige Schlösser und alles hat und Burgen. Aber zum Start ist halt immer ein Villager-Dorf. Ja, also... Hier ist auch gerade so ein Tower gespawnt, so ein zufälliger, das ist auch random, der war nämlich letztes Mal auch nicht da. Aber auch sehr cool, also das ist diese Wüstenlandschaft. Und wie man sieht, da hinten ist direkt so ein, oh, hier ist auch direkt Boote und hier ist direkt so ein Meer. Hier hat man direkt so einen Birkenwald und hier hat man direkt so einen großen Dschungelwald, also hat man auch direkt viel Holz und ja, da einen Sumpf. Das wäre dann die Stadt in der Wüste. Auch sehr, sehr cool. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zur Stadt nach ganz oben, die wird ungefähr hier so. Das ist die Stadt ganz
oben, Moment. So. Das müsste sie hier sein. Gucken wir mal schnell. Da ist sie. So. Die Stadt ganz oben, gucken wir mal, wie das jetzt aussieht im Allgemeinen. Ja, also das, ihr müsst euch jetzt wegdenken, hier das Stück hier. Die Städte sind ungefähr in einem Dreieck angeordnet. Die rechts unten ist ein kleines Stückchen weiter, ich sag mal, vom Weg abgekommen. Aber dafür ist halt direkt so eine Wüste und das, ja, fanden alle sehr, sehr cool. So, das hier wäre dann sozusagen das Dreieck. Besser war es nicht machbar und das ist schon wirklich viel Arbeit gewesen, so ein Seed zu finden. Und das hier wäre die Stadt ganz oben. Finden auch alle eigentlich sehr, sehr schön. Hoppala, ich mach mal kurz das hier weg. N. So. Die wäre in so einem kleinen, ja, ich sag mal, wie eine Art Mini-Dschungel gelegenen Wald. Hier drin. Und in diesem Wald, also sind halt ganz normale Bäume, aber mit so Ranken dran, wie in so einem Dschungel. Dann ist hier dieser große Wald. Und hier ist halt das Villager-Dorf. Und da hinten ist direkt so ein, also hier ist das Dorf, ne? Direkt, also also die Stadt wäre halt so eine Stadt an der Küste, also direkt an so einem Meer, so eine Hafenstadt oder so eine Küstenstadt. Und hier wäre dann auch direkt so ein Thaddäus, das ist auch Zufall. Diese Sachen sind immer Zufall, genau wie dieser Turm hier. Das passiert halt von Seed zu Seed unterschiedlich. Diese Stadt wäre dann direkt an so einem roten Berg hier. Halt auch, dass jede Stadt was Einzigartiges hat sozusagen. Eine ist der Wüste, eine auf so einer großen Wiese, die hier hat halt so einen roten Berg in der Nähe und so einen Wald. Also halt auch sehr schön. So, okay, das heißt, wir sind jetzt bei allen Städten mal gewesen. Ihr habt einen Eindruck, wie es halt jetzt so aussieht. Gehen wir mal wieder zu TP 090. Also 90 macht immer das die Höhe, damit man nicht im Boden reinbackt. Und direkt bei 00 ist halt auch eine Stadt. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Seed. Da hat gerade mein Handy geklingelt. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Seed. Das wird das neue Projekt. Wer jetzt genau in welcher Stadt mit wem zusammen ist, werde ich noch nicht verraten. Aber ich kann euch mal, halt wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, wer nicht dabei ist. Vielleicht wird es nochmal ein Video hier geben, wo ich halt noch ein bisschen was erzähle. Wenn es jetzt noch nicht direkt startet am Wochenende oder kommende Woche, dann könnt ihr mal gerne Kommentare schreiben, ob ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, wie es alles abläuft. Ich erzähle euch nur ganz grob nochmal ein bisschen was. Also es wird halt so sein, dass halt der Start sein wird, also die 21 Spieler, also 7 Spieler pro Stadt. Die sind auch fest, es kommen auch keine Spieler dazu. Neue Spieler kommen nur dazu, wenn andere Spieler gehen oder das Projekt verlassen müssen. Die Regeln sind hier ziemlich hart, das heißt, wenn jemand sich gegen Regeln, wenn jemand gegen Regeln verstößt, so wie im Megaprojekt das öfters passiert ist, wird er gebannt. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel diese drei Könige. Und weil es wird nicht mehr so sein, dass Straftaten oder Sachen, die passieren, einfach dann nicht mehr bestraft werden, sondern es wird ziemlich hart hier bestraft. Und Leute, die halt gegen die Regeln verstoßen, werden halt brutalst vom Spiel entfernt. Und das, aber Leute, die halt nur extra gegen die Regeln verstoßen. Dann werden die drei Städte halt in ihre, also drei Völker in ihre drei Städte getan. Wüstenstadt, Wiese und dieser Bergwald da. Und dann geht das Spiel praktisch los. Das heißt, ihr könnt in jede Stadt reinschauen auf die verschiedenen Kanäle, wie die Leute sich entwickeln. Es wird sowas wie Friedensverträge oder auch Krieg geben zwischen den Leuten, aber dabei wird ganz klar geregelt sein, dass jeder Spieler halt ganz klar, also es wird ganz klar Regeln geben, dass man nicht einfach sinnlos Sachen zerstören kann oder so, sondern dass halt schon, das ist schon wichtig, dass man da sich an so gewisse Regeln hält, damit alles auch anständig klappt. Die Regeln bearbeiten wir halt gerade noch, dass alles halt geil wird und ich denke mal, dann wird es ein super geiles Projekt. Den Namen werde ich auch noch nicht hier verraten, den werdet ihr dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen sehen. Und ja, den Despair des Mords, dadurch, dass wir halt hier so viel dran arbeiten, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich denke mal, wird morgen kommen. German Display und Zombie sind gerade noch irgendwo in Skype. Ich bin da, glaube ich, gerade gemutet. Die spielen gerade GTA Online. Ich guck mal rein. Hallo? Hallo. Was macht ihr? Was spielt ihr für ein Spiel? GTA Online, habe ich gehört. Das kenne ich nicht. Cool. Ich bin gerade noch in meinem Video. Ich habe gedacht, ich rufe euch einfach mal mittendrin an. Ich habe gehofft, ihr redet über Hitler. Spaß. So, okay, Leute. Das wären dann erstmal soweit die Infos. Wenn ihr... Ich mute die Spasten jetzt nochmal. Tschö. So, das wären dann so erstmal die Infos soweit. Wenn es euch gefallen hat, dass ich jetzt mal ein Video, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was hier alles gerade passiert. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Wertung da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir stecken hier schon ziemlich viel Arbeit rein. Ich könnte euch nochmal ganz in kommenden Videos nochmal ein bisschen was
genaueres erklären, aber ich würde da nicht so viel verraten, denn wenn das Projekt losgeht, wird eh nochmal genau erklärt, was passiert. Also wird nochmal ganz genau erklärt, wie jetzt genau das alles passiert, wie jetzt alles geregelt wird. Also es wird halt, es wird sehr, sehr geil, glaubt es mir einfach. Da haben noch einige coole Sachen, die da, ja, zusammenkommen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, habe ich ja schon gesagt, könnt ihr das Video gerne bewerten. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Hui, darunter. Und tschüss. Hui, und wieder hoch. Hui, und wieder runter. Hui. Ich will doch gar nicht aufhören, ich will mit meiner Banditenrüstung rumlaufen. Hui. Hui, hui, hui. Mit der kann man so schön springen. Hui, 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 hui. Okay, tschüss. Hui.